Ja, liebe Community, herzlich willkommen zu dem ja wahrscheinlich letzten Video in diesem Jahr 2023. Und ich freue mich wirklich riesig, dass der Ernst Wolf sich die Zeit genommen hat, heute mit mir dieses Interview zu führen am 29.12.23. Lieber Ernst, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, und vielen Dank für die Einladung. Immer wieder sehr gerne. Ernst, bevor wir in die Fragen einsteigen, habe ich ein kleines Zitat, was ich hier gerne unseren Zuschauern mal vortragen möchte. Dieses Zitat ist von Thomas Joseph Dunning zur Macht- und Profitgier. Und das passt sehr gut zu unserem Thema, deswegen habe ich es rausgesucht. Ich zitiere: Das Kapital hat einen Horror vor der Abwesenheit von Profit, wie die Natur vor der Leere. Bei ausreichendem Profit wird das Kapital sehr mutig. Einen Prozentsatz von 10% sichern ihm Beschäftigung an jedem Ort, 20% erzeugen viel Eifer, 50% enorme Kühnheit, 100% machen es bereit, alle menschlichen Gesetze mit Füßen zu treten, 300% und es gibt kein Verbrechen, vor dem es nicht zurückschreckt und kein Risiko, dass es nicht eingeht, bis hin zur Gefahr, dass sein Besitzer gehängt wird. Wenn Turbulenzen und Unruhen einen Gewinn bringen, wird es diese bereitwillig fördern. Zitat Ende. Das ist schon sehr heftig, was der gute Mann da gesagt hat. Und ja, wenn wir uns die aktuelle Politik und die vergangene ansehen, dann muss man wohl sagen, er hat recht gehabt mit seinem Zitat. Oder was meinst du dazu? Auf jeden Fall. Also, ich meine, der Ukraine-Krieg, der Israel-Krieg, die ganzen Vorgänge im Nahen Osten, im südchinesischen Meer, die unglaubliche Aggression, mit der einige Leute neuerdings auftreten. Also, das beweist genau, dass das alles zu 100% auch für unsere Zeit gilt. Ja. Also, wir haben ja in der Illusion gelebt, dass Kriege eine Sache der Vergangenheit sind. Aber Sie sehen ja im Moment, also, Kriege sind eine Sache der Gegenwart und leider muss man sagen, wahrscheinlich auch der Zukunft. Ja, ich denke auch, solange unser System so bleibt, wie es jetzt ist, kann eigentlich sich nichts ändern. Und du hast so viele tolle Bücher geschrieben. Und ich habe mir für heute halt ausgesucht, dass wir uns mal drei deiner Bücher ansehen, weil das erste ist Weltmacht IWF, also Internationaler Währungsfonds. Das ist von 2014. Und auch hier finde ich, es ist aktueller denn je. Magst du mal kurz erläutern, worum es in diesem Buch geht? Ja, der Internationale Währungsfonds ist ja bis heute noch die größte und mächtigste Finanzorganisation, nicht staatliche Finanzorganisation der Welt, wird allerdings weitgehend beherrscht von den USA, die also Vetorechte haben, die selber auch 15% der Stimmanteile haben. Der IWF ist mal gegründet worden in den 40er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Einführung des neuen Weltfinanzsystems zu begleiten. Also wir haben ja 1944 ein neues Weltfinanzsystem bekommen, das um den Dollar herum strukturiert wurde. Und für dessen Einführung sollte dieser IWF zusammen mit der Weltbank damals sorgen. Allerdings hat sich das ganze Bild ein bisschen geändert. Also in den 60er Jahren haben wir ja sehr viele Unabhängigkeitsbestrebungen, gerade afrikanischer Staaten gehabt. Damals war die Welt ja in zwei große Blöcke eingeteilt. Auf der einen Seite die Sowjetunion, auf der anderen Seite die USA. Und diese ganzen sozusagen befreiten Länder haben sich dann nach Kapitalgebern umgesehen und haben sich fast alle dann also erstmal der Sowjetunion zugewandt. Und das hat natürlich den USA und dem IWF nicht besonders gefallen. Der ist dann aufgetreten und hat dann selber Kredite vergeben, erst zu sehr günstigen Bedingungen, hat die ganzen Staaten dann allerdings in einem Netz der Verschuldung verstrickt und hat so praktisch den USA auch die Macht über diese Staaten dann gegeben. Dann hat der IWF natürlich auch eingegriffen in den ganzen Krisen. Wir wissen ja, die letzte große Krise hier in Europa war die Euro-Krise. Da hat der IWF dafür gesorgt, dass die Systeme, die zu kippen drohten, stabilisiert wurden. Also der IWF ist so mehr oder weniger eine der wichtigsten Organisationen im Hintergrund, weil dessen ganze Aktivitäten, die finden ja in der normalen Medienlandschaft kaum irgendwie eine Widerspiegelung. Ich Kann man glaube, sagen, ja. Ernst, wenn ich das richtig sehe, dass auch die Mehrheit das gar nicht versteht. Also das hört sich ja so internationaler Währungsfonds, das hört sich ja so nach Hilfe und nach Fürsorge an. Magst du noch mal kurz darauf eingehen, was eigentlich das Tückische für die Staaten ist, die sich auf den IWF einlassen? Ja, das Tückische für die Staaten ist, dass die Kredite nicht einfach umsonst vergeben werden. Natürlich müssen auch auf Zinsen gezahlt werden, aber die Zinsen sind nicht das Wichtigste.
Der IWF verbindet diese Kreditvergabe mit sogenannten Strukturanpassungsprogrammen, in denen er den Ländern also bestimmte Maßnahmen vorschreibt, die diese Länder dann ergreifen müssen. Und diese ganzen Maßnahmen, die beinhalten zum Beispiel den Abbau von Sozialausgaben, ganz tiefe Einschnitte bei den Ausgaben für das eigene Volk, aber gleichzeitig die Bedienung der Zinsen nach außen. Also das sind Maßnahmen, mit denen man Staaten wirklich in die Knie zwingen kann. Also das Ganze hat sehr drastisch begonnen in der Tigerstaatenkrise in den 80er, 90er Jahren. Da sind damals zum Beispiel Korea 95 Bedingungen aufdiktiert worden. Ähnliches gilt dann für Griechenland im Rahmen der Eurokrise, wo auch massenweise Bedingungen der griechischen Regierung aufdiktiert wurden. Interessant ist dabei, dass der IWF sich immer eine reine Weste dabei behält, weil der zwingt die Länder, um an diese Kredite zu kommen, einen Letter of Intent, also einen Brief mit den Absichten an den IWF zu richten, in dem diese Länder diese ganzen Maßnahmen anbieten müssen. Moment, also wenn ich das jetzt nochmal mit meinen Worten wiederhole, das heißt, der IWF sagt, welche Bedingungen zu erfüllen sind, dann müssen aber für den Schein die Länder ein Schreiben an den IWF senden, dass sie aus eigenem Antrieb diese Dinge machen wollen, um die Kredite zu bekommen. Die Zuschauer können sich selbst davon überzeugen, man braucht bloß die Buchstaben IMF eingeben und dann Letter of Intent eingeben und dann kann man diese Briefe lesen. Also da sind Briefe von Herrn Zelensky sind dabei, da sind Briefe von der griechischen Regierung dabei, aber von vielen, vielen anderen Regierungen auch. Das übrigens höchst verschuldete Land beim IWF zurzeit ist Argentinien. Auch ganz interessant, weil in Argentinien jetzt ein neuer Mann an die Macht gekommen ist, der natürlich auch mit dem IWF zusammenarbeitet. Der macht das doch gerade, das ist doch tagesaktuell, das geht doch momentan durch die Medien, da gibt es auch riesige Unruhen in Argentinien. Ja genau, also der hat sich voll der Agenda des IWF unterworfen, der hat natürlich vorher ein großes Tohuwabohu darum gemacht, dass bei ihm alles anders wird, aber in Wirklichkeit... Das macht er ja auch gerade. Ja genau, natürlich, der lenkt die Leute auch auf skurrile Art und Weise ab, also da hat er von Donald Trump und von Frau Meloni und einigen anderen hat er da gut gelernt, wie man das machen kann. Aber das Entscheidende ist, also erstmal hat er natürlich BlackRock und Co. einen Riesendienst erwiesen, indem er den Peso um 50% abgewertet hat. Das heißt, diese ganzen Organisationen können jetzt also Land in Argentinien kaufen und zwar für den halben Preis. Also das ist einfach unglaublich, wie das Land da der Ausbeutung und der Plünderung durch internationale Finanzgrößen da preisgegeben hat. Und der Mann arbeitet und hat sich total dem IWF unterworfen, weil die erste Maßnahme, die er hätte ergreifen müssen, wenn er tatsächlich die Interessen des argentinischen Volkes vertreten hätte, er hätte sagen müssen, der IWF hat uns in diese Lage getrieben mit seinem Riesenkredit damals, 45 Milliarden, über 50 Milliarden waren es, glaube ich, von denen immer noch 44 Milliarden zurückgezahlt werden müssen. Also ist dieses ganze Konstrukt des IWF eigentlich ein Machtinstrument der Eliten, ihre Machtkonzentration noch weiter zu vergrößern. Ist das so richtig? Absolut, 100%. Ja, schön. Kommen wir mal zu deinem zweiten spannenden Buch, Wolf of Wall Street. In dem erklärst du das globale Finanzsystem. Ich, liebe Zuschauer, ich möchte dazu erklären, ich möchte in diesem Video auf diese Dinge besonders eingehen, weil ich glaube, dass das globale Finanzsystem die Ursache für die Welt ist, die wir heute haben. Und weil eben immer alles so schön dargestellt wird, aber man die Hintergründe eben erstmal kennen muss, um, naja, das wirkliche Bild dieses Finanzsystems zu erkennen. Deswegen diese ganzen Dinge, die wir hier heute machen, weil es einfach wichtig ist, um zu verstehen, wem es nutzt. Ganz genau. Also wenn man mit normalen Menschen spricht, dann merkt man ganz schnell, dass die meisten Leute vom Finanzsystem so gut wie überhaupt keine Ahnung haben. Also wenn ich jetzt auf der Straße Leute anspreche und die frage, kannst du mir den Unterschied zwischen einer Zentralbank und einer ganz normalen Geschäftsbank erklären, dann werden wahrscheinlich 95% der Leute die Segel streichen und das nicht erklären können. Aber diese Dinge muss man gerade in unserer Zeit unbedingt wissen, weil man dann erst verstehen kann, was um einen herum alles passiert. Also wir leben ja jetzt in einer Umbruchphase. Es wird für uns ein neues Geldsystem vorbereitet. Dieses neue Geldsystem wird nichts anderes sein als einen
Einführung feudalistischer Strukturen. Es wird das erste Zwei-Klassen-Geldsystem in der Geschichte der Menschheit sein. Und all diese Dinge, die versteht man nicht, wenn man nicht einige Grundsätze aus dem Finanzsystem versteht. Und das habe ich damals versucht zu erklären. Das Buch ist in ganz viele kleine Kapitel unterteilt, wo alles Mögliche erklärt wird. Da wird der IWF erklärt, da wird die Weltbank erklärt, da wird erklärt, was sind Zentralbanken, was sind Geschäftsbanken, was sind Cum-Ex-Geschäfte und so weiter und so fort. Ja, super. Also kann man auch dieses Buch, das ist im Übrigen von 2020, ist eh fast neu, jedem empfehlen. Und das im Übrigen auch, liebe Zuschauer, wer ein bisschen wissen will, was passiert, der muss einige Bücher lesen. Denn gerade auch die Informationen aus der Vergangenheit sind wichtig, die Gegenwart und die Zukunft zu verstehen. Aber kommen wir mal zum aktuellsten Buch von dir, das World Economic Forum, die Weltmacht im Hintergrund vom Dezember 22. Warum ist denn das World Economic Forum die Weltmacht im Hintergrund, Ernst? Ja, weil das ist eine Organisation, die in den letzten 50 Jahren es geschafft hat, also ein unglaubliches Netzwerk zu schaffen. Also das World Economic Forum bildet also praktisch die korporative und die politische Elite der Welt aus. Also wenn ich bei den Politikern mal mich umsehe, also von Angela Merkel über Tony Blair bis hin zu Justin Trudeau oder Emmanuel Macron oder Rishi Sunak jetzt, also all diese Leute haben ihr Handwerk teilweise beim WEF gelernt, sind also direkt mit dem WEF vernetzt. Das gleiche gilt für die großen Wirtschaftsführer, also ob das Bill Gates gewesen ist oder ob das Richard Branson ist oder ob das Jeff Bezos ist oder Elon ob das Musk auch, Elon ne? Musk gehört auch dazu. Also alle wirklich wichtigen Leute auf der Welt, entweder aus der kooperativen oder der politischen Szene, sind alle ganz direkt mit dem WEF verbunden. Interessant ist, dass also einer der Contributors auch Javier Milei ist, also der neue Chef in Argentinien, von dem wir ja gerade gesprochen haben. Also egal, wo man hinguckt, die haben überall ihre Finger im Spiel. Leider besteht in der Öffentlichkeit so ein bisschen falsches Bild über das WEF. Das WEF gilt immer als die Organisation, die im Januar jeden Jahres in Davos die Reichen und die Mächtigen zusammenbringt. Das allerdings ist nur die Spitze des Eisberges. Das WEF tut unendlich viel mehr. Das bildet also nicht nur diese Leute aus, sondern das führt jedes Jahr mehrere hundert Veranstaltungen durch, darunter Großveranstaltungen, insbesondere im arabischen Raum, aber auch in China. Also da gibt es das Davos im Sommer, das in Tianjin oder in Dalian in China stattfindet, wo immer der chinesische Premierminister die Einführungsrede hält. Und das WEF zeichnet sich auch dadurch aus, dass es als erste Organisation der Welt damals den Aufstieg Chinas erkannt hat und bereits in den 70er Jahren begonnen hat, mit China zusammenzuarbeiten. Also das WEF ist in meinen Augen die im Hintergrund wichtigste Organisation, die es zurzeit gibt. Also das WEF hat seine Finger auch in den Vereinten Nationen, in der Weltbank, im IWF. Also interessant ist, dass im Vorstand des WEF auch Frau Lagarde sitzen von der EZB. Auch die gegenwärtige Chefin des Internationalen Währungsfonds, Frau Georgieva, dann noch ein ehemaliger Vizepräsident der USA und gleichzeitiges Mitglied im Vorstand und im Aufsichtsrat von Apple, nämlich Al Gore, der also für die ganze Klimaagenda in der Welt zuständig ist. Also da findet man, also man muss da einfach mal ins Internet gehen und sich mal angucken, wer da im Vorstand sitzt. Da werden einem wirklich die Augen aus dem Kopf fallen und dann weiß man, dass da wirklich die gesamte Elite der Welt sich trifft. Aber Ernst, du weißt doch sicher, dass es da keine Interessenskonflikte gibt. Das ist, die arbeiten alle, wenn sie dafür arbeiten, für das Gute und dafür arbeiten sie für ihre eigene Unternehmung. Das hat nichts miteinander zu tun. Das müssen wir hier nochmal ganz deutlich sagen. Ja, das Absurde ist ja wirklich, deren Motto lautet ja tatsächlich Improving the State of the World. Das ist das Motto des WEF, also die Verbesserung des Zustands der Welt. Ja, und da stelle ich ja immer gerne die ketzerische Frage, wenn die sich ja so alle da zusammentun und da sitzen ja alle zusammen, da sitzt ja Ost und West zusammen, warum haben wir dann noch Kriege? Weil wenn die im kleinen Kreis beim Mittagessen sitzen, müssten die die Probleme doch lösen können und dann Ja, ganz, müsste, ne? Ist doch merkwürdig. Ganz offensichtlich belügen sie ja die Leute da, weil es gibt ja einen Mann, der die Kriege jetzt hätte gut verhindern können. Weil interessanterweise, also Herr Schwab, also der Chef des World Economic Forum, ist ja persönlich bekannt, sowohl mit Herrn Zelensky als auch mit Wladimir Putin. Also der wäre der Mann gewesen, der beide an einen Tisch gebracht hat. Der ist auch bekannt mit Joe Biden,
Der ist auch bekannt mit Joe Bidens Vorgängern und wird mit seinen Nachfolgern auch Kontakte haben. Also das ist der einzige Mann auf der Welt, der wirklich alle Kontrahenten an einen Tisch hätte bringen können und das nicht gemacht hat. Interessanterweise gilt das aber auch für den Israel-Konflikt, weil Benjamin Netanyahu ist ein Contributor der Agenda des WEF, aber genau das Gleiche gilt für Mahmoud Abbas, also den Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. Also auch mit den beiden ist Klaus Schwab direkt persönlich bekannt. Also ich muss sagen, Klaus Schwab ist einer der verlogensten und schlimmsten Kriegstreiber im Hintergrund, der den Leuten immer vermittelt, er wäre für die Verbesserung der Welt, der aber selber mit Schuld daran ist, dass diese Kriege überhaupt geführt werden können. Jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen, die mich schon lange beschäftigt. Glaubst du eigentlich, dass dieser Klaus Schwab wirklich mächtig ist? Ich persönlich glaube, er ist eigentlich nur das Aushängeschild und die Marionette. Denn zum Beispiel, als er das erste World Economic Forum in Davos gemacht hat, war er völlig unbedeutend und er wäre alleine meiner Meinung nach nie in der Lage gewesen, dieses hochkarätige Publikum anzuziehen. Also für mich ist er eine Marionette, die eben das Bild oder das Gesicht des World Economic Forums darstellt, aber die eigentlichen Strippenzieher sind andere, oder bin ich da verkehrt? Nein, nein, also er ist eine Marionette, aber auch Marionetten können unglaublich viel Macht in ihren Händen versammeln. Vor allen Dingen dann, wenn sie 84 Jahre alt werden. Also Klaus Schwab hat jeden amerikanischen Präsidenten kommen und gehen sehen. Das gilt für alle anderen, auch in der großen Wirtschaft. Also der hat sie alle gesehen, als sie ganz jung waren und der ist jetzt noch mit ihnen vernetzt. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Menschen auf der Welt gibt, der morgens im Weißen Haus anrufen kann, der aber auch gleichzeitig Xi Jinping anrufen kann oder bei Wladimir Putin vorstellig werden kann und der sofort am Handy mit ihm verbunden wird. Also der hat schon sehr viel Macht in seiner Hand versammelt. Aber wir werden sehen, auch wenn Klaus Schwab jetzt irgendwann die Augen zumacht, dann wird das World Economic Forum natürlich weitergehen. Also wichtig sind immer die Strukturen. Man muss das nicht an den Gesichtern festmachen, sondern man muss die ganzen systemischen Strukturen dahinter sehen. Und da hat das WEF natürlich eine unglaubliche Macht im Hintergrund aufgebaut. Ernst, wer wird denn der Nachfolger von Klaus Schwab? Siehst du da schon jemanden in der Pipeline? Weil normalerweise werden solche Leute ja ein bisschen aufgebaut. Naja, es könnte natürlich jemand aus seiner Riege sein, es könnte Börge Brände sein, also sein Generalsekretär im Moment. Aber ich vermute, weil wir leben ja in so einer Zeit, in der feudale Strukturen plötzlich wieder auftauchen, es kann auch sehr gut sein, dass seine Tochter oder sein Sohn das übernehmen Das werden. hatte ich nämlich jetzt gerade so ein bisschen gedacht. Ja, genau. Seine Tochter ist ja die Chefin der Young Global Leaders und sein Sohn hat ja ganz lange in China die wichtigste Außendienststelle des WEF geleitet. Also die beiden stehen in den Startlöchern. Vielleicht wird es auch eine Doppelspitze zwischen den beiden geben oder auch eine Dreierspitze zwischen den beiden und vielleicht noch irgendeinem Dritten. In Frage käme da zum Beispiel auch Herr Stoltenberg, der gegenwärtige NATO-Generalsekretär, der ganz eng mit der Familie verwandelt ist, der auch früher der Chef der Gavi gewesen ist, also der globalen Impfallianz und der davor auch da Premierminister in Norwegen gewesen ist und deswegen also auch gute Kontakte hat. Und da darf man nicht vergessen, dass der norwegische Staatsfonds ja auch eine der mächtigsten Finanzorganisationen der Welt ist. Ja, spannende Strukturen. Eine andere Frage hat mich dieses Jahr auch besonders beschäftigt, und zwar die BRICS. Wir waren ja eigentlich an dem Punkt, dass wir eine monopolare Welt oder unipolare Welt hatten. Also die Amerikaner haben alles bestimmt, und dieses Jahr keimte so ein bisschen, dass BRICS auf einmal an dem Hegemon USA so ein bisschen kratzt und dass wir jetzt eine multipolare Welt bekommen. Ist das Theaterspiel oder ist da was dran? Das ist so die erfolgreichste Ablenkungsorgie des letzten Jahres eigentlich gewesen, weil dieses Mädchen ist natürlich von den Mainstream-Medien unglaublich entfacht worden und auch befeuert worden. Also alle Welt dachte plötzlich, also wir sind auf dem Weg in eine multipolare Welt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind auf dem Weg in die unipolarste aller Welten. Es ist nämlich, wenn man nach in die USA guckt, muss man nicht auf das Weiße Haus gucken. Das ist ein Riesenfehler, der seit ungefähr 100 Jahren gemacht wird. Das Zentrum der USA hat seit spätestens dem Ersten Weltkrieg in der Wall Street gelegen und das Zentrum der USA liegt heute in der Wall Street und im Silicon Valley. Also die wichtigsten Organisationen in den USA sind die großen IT-Konzerne. Das sind Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Facebook, also Meta. Und auf der anderen Seite sind es heute auch nicht mehr wie im letzten Jahrhundert die Großbanken, sondern heute sind es die großen Vermögensverwalter. Die großen Vermögensverwalter mit BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity an der Spitze. Und diese vier Vermögensverwalter und die fünf großen aus dem Silicon Valley, die sind inzwischen eine Symbiose eingegangen.
Die befeuern zum Beispiel die Rüstungsindustrie hintenrum. Die Rüstungsindustrie ist heute technisch, technologisch 100% von den Digitalkonzernen abhängig und finanziell 100% von diesen Vermögensverwaltern abhängig. Also das sind auch die ganz großen Profiteure der Kriege, die im Moment geführt werden. Und da kommen wir dann zum nächsten Problem. Die meisten Leute denken, dass diese Kriege geführt werden, um diese Kriege zu gewinnen. Das ist nicht wahr. Diese Kriege werden geführt und zwar so lange wie irgend möglich, um die Rüstungsindustrie verdienen zu lassen. Und hinter der Rüstungsindustrie steht niemand anders als die Vermögensverwalter und die IT-Industrie. Und das ganze Märchen von den BRICS ist dazu verbreitet worden, um von diesen Tatsachen abzulenken. Aber jetzt ist, du hast es doch aber gerade selbst gesagt, das würde ja wiederum bedeuten, dass die Macht in USA liegt. Jetzt haben aber doch die Chinesen und die Russen, die müssen doch andere Interessen haben, als zu sagen, naja, wir akzeptieren diese Macht. Und deswegen, wie können wir das verstehen als Zuschauer, die wir nicht so in dem Thema drin sind wie du? Ja, das ist so ähnlich wie im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg. Also die beiden Weltkriege sind uns ja auch als etwas völlig anderes präsentiert worden, als sie in Wirklichkeit waren. Ja. Also im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in der Schweiz gegründet worden. Und diese Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die hat der deutsche Präsident der Reichsbank damals, Hjalmar Schacht, als meine Bank bezeichnet. Die hat genauso aber der englische Zentralbankchef als seine Bank bezeichnet. Also während da 66 Millionen Menschen gestorben sind, während da die Armeen gegeneinander losgelassen worden sind, haben im Hintergrund Leute ihre Geschäfte gemacht und blendend an diesen Kriegen verdient. Und nicht anders ist das heute. Also ein ganz interessantes Phänomen ist, dass die ganze Elite der Chinesen auch im WEF mit drin ist und dass die ganzen Organisationen, die zum Beispiel jetzt an der Einführung von CBDCs in China arbeiten, dass das fast alles Leute sind, die in USA ausgebildet wurden und dass einige von den Firmen, die daran beteiligt sind, ihren Geschäftssitz tatsächlich in New York haben. Das wird natürlich in der Öffentlichkeit nicht verbreitet, dass im Hintergrund dieses Netzwerk von Leuten besteht. Und das Gleiche gilt für Russland. Russland wird im nächsten April, also in 4 Monaten, den digitalen Rubel einführen. Das ist natürlich genau die Agenda, die im Westen auch durchgezogen wird, nur eben unter anderen ideologischen Vorzeichen. Also Wladimir Putin wäre natürlich dumm zu sagen, wir machen das Gleiche wie die Amerikaner oder wie die Europäer. Er sagt, nein, wir führen den Rubel ein, weil wir uns gegen die Sanktionen dieser Leute schützen müssen. Aber die Agenda im Hintergrund ist absolut 100% die gleiche und die dient nur zwei Kräften. Das sind die Vermögensverwalter und das sind die IT-Konzerne unserer Zeit. Wir leben auch nicht mehr in parlamentarisch-demokratischen Welten. Das sowieso nicht. Wir sind längst in der digitalen Diktatur angekommen. Ja, leider kriegen die meisten Menschen das immer noch nicht so richtig mit und sehen eher die Vorzüge des bargeldlosen Zahls als die Risiken, die damit verbunden sind. Ja, es ist so irre, weil einfach nichts mehr so ist, wie es scheint. Das ist, finde ich, so schwierig. Ich sage immer mittlerweile, wir leben in einer Matrix-Matrix, weil man wirklich sehr lange schauen muss, bis man so ein bisschen die Grundzüge sieht. Aber jetzt noch mal eine andere Frage. Wer ist denn hinter den Finanzkonzernen? Ich meine, sind es so Leute wie ein Elon Musk, ein Bill Gates, die die Strippen ziehen? Oder ist es eine Familie Rothschild, eine Familie Rockefeller? Wer sind denn die Leute dahinter? Es gibt da keine einzelnen Personen im Hintergrund. Also es gibt nicht dieses ganz berühmte Hinterzimmer, in dem da die Fäden gesponnen werden, sondern man muss sehen, dieses System begünstigt bestimmte Leute. Und bestimmte Leute haben aufgrund ihres Vermögens und aufgrund der Daten, die sie besitzen, natürlich unglaublich viel Macht. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass das Geld, was in den letzten Jahrhunderten akkumuliert wurde, einige Familien zu superreichen Familien gemacht hat. Diese Familien haben aber auch nicht voraussehen können, dass irgendwann nicht nur das Geld die Welt regieren wird, sondern auch die Daten. Und die Daten heute beherrschen, sind natürlich in einer unglaublich guten Position. Also Bill Gates und Elon Musk sind in einer grandiosen Position, deswegen, weil sie von einem Geschäftsbereich Ahnung haben, von dem die Leute aus dem alten Geld überhaupt nichts verstehen. Und deswegen gehen die mit denen zusammen und deswegen muss man sagen, die teilen sich die Macht untereinander auch. Also die Rothschilds sind heute immer noch bedeutend, aber genauso bedeutend sind eben Newcomer wie Elon Musk oder wie Bill Gates, die natürlich im digitalen Bereich viel mehr Ahnung haben als die anderen. Hast du eine Ahnung, was dann der letztendliche Plan ist? Weil wenn wir jetzt alle, ich sag mal so, chinesische Verhältnisse hoch 3 bekommen, die Menschheit soll ja auch dezimiert werden, Diegelliste als Stichwort. Was ist denn dann das Ende? Weil wenn wir so wenig Menschen sind, die verdienen ja gar kein Geld mehr und Kriege werden dann ja auch nicht mehr geführt, wenn wir alle mal dezimiert sind.
Was ist das dann für eine Welt? Ich meine, eigentlich könnten die doch den Status quo so beibehalten, weil mehr Geld als jetzt können die doch gar nicht verdienen. Mir erschließt sich der Sinn dieser Machtfantasien gar nicht. Ja, da bin ich auch überfragt. Also ich weiß auch nicht, was solche Leute, die Hunderte von Milliarden akkumuliert haben, dazu treibt, also weiter noch aktiv zu sein und zu versuchen, andere Leute da in die Enge zu treiben. Also ich denke, dass da irgendwelche Urinstinkte sind, die unser einer wahrscheinlich mit 3 oder 4 Jahren mal abgelehnt hat, als er aufgehört hat, anderen Kindern in der Sandgrube den Eimer zu entreißen. Aber was da dahinter ist, ist natürlich auch das System selber. Das System selber verlangt natürlich immer nach weiterem Wachstum und immer nach weiteren Gewinnen. Das hat ja dein Zitat am Anfang unseres Interviews auch ganz stark, ganz deutlich offenbart. Und dieses Spiel wird von diesen Leuten einfach weitergetrieben. Und diese Leute sind meistens ja noch nicht so sehr alt. Also ich denke, dass sie im Alter dann vielleicht doch noch einige Zweifel bekommen werden an dem, was sie in ihrem Leben da angerichtet haben. Aber die sind offensichtlich in diesem Wettrennen drin und sehen nicht rechts und nee, sehen nicht nach links und wollen einfach nur ganz vorne mitspielen. Aber für mich gibt es auch nicht diesen Plan mit irgendeinem Endziel. Für mich gibt es nur das Bestreben derjenigen, die ganz oben sind, möglichst oben zu bleiben. Und damit haben sie im Moment ein Problem, weil unser Finanzsystem im Moment zerfällt, es muss durch ein neues ersetzt werden und weil unsere Arbeitswelt im Moment total zerfällt. Also ein Thema, was vielleicht noch ganz kurz anschneiden sollten, ist Gerne. der unvorstellbare Fortschritt der künstlichen Intelligenz. Der wird dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren eine riesige Welle der Arbeitslosigkeit weltweit entsteht. Und auf diese Verhältnisse muss man sich natürlich irgendwie vorbereiten. Und da gibt es für die keinen positiven Plan, sondern einfach so dieses, ich muss einfach vorne bleiben und ich muss irgendwas tun, damit mir andere meine Macht nicht streitig machen. Aber das werden die beiden entscheidenden Faktoren für das Jahr 2024, auch für die folgenden Jahre sein. Erstens die Einführung von CBDCs, die ins Stocken gekommen ist, deswegen, weil man bei dem Großversuch in Nigeria gescheitert ist. Und das Zweite wird sein, die unglaublichen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsmarkt. Also ChatGPT da nur mal als Beispiel genannt. Also interessanterweise, ich habe ja in 3 Wochen wieder meinen nächsten Vortrag. Ich habe gestern mal eingegeben bei ChatGPT, kannst du mir bitte im Stile von Ernst Wolf einen Vortrag schreiben? Und wenige Sekunden später hatte ich den Vortrag und ich muss sagen, also große Teile dieses Vortrags könnte ich tatsächlich nehmen, weil es ist einfach Wahnsinn. unvorstellbar, wie weit da diese Entwicklung vorangeschritten ist. Und das bedeutet natürlich, dass in Deutschland zum Beispiel 5 Millionen Verwaltungsjobs in Gefahr sind, weil die kann man ohne große Probleme innerhalb der nächsten 3, 4 Jahre ersetzen. Ja, und ich meine, es fängt ja in Deutschland schon an. Wir haben ja diese irrsinnige Wirtschaftskrise durch die Verteuerung der Energiekosten und die wird ja nicht weniger, sondern die wird ja im Januar nochmal einen richtigen Schub erleben. Manche sprechen sogar von 30% Preiserhöhungen und spätestens dann werden viele Unternehmen nicht mehr können. Und wir haben ja jetzt schon eine sehr hohe Insolvenzrate, 30% mehr als im letzten Jahr. Und die ganzen Firmen, die jetzt Kurzarbeit anmelden mit über 2000 Leuten, das ist ja nur vorgeschoben, die werden nie wieder zurück in Arbeit gehen. Und insofern, die Krise in Deutschland ist ja schon am Hochkochen. Ernst, siehst du denn eine Chance? Wir haben ja momentan Bestrebungen in Deutschland, neue Parteien zu gründen. Da ist einmal die Frau Wagenknecht und einmal der Herr Krall. Beide wollen eine neue Partei gründen. Ist das zielführend oder siehst du da eine Chance, dass sich dann in diesem Land etwas ändert? Na, die kann ich schon deswegen nicht mehr sehen, weil ich ja die letzten 3 Jahre nicht die Augen zugemacht habe, sondern ich habe in den letzten 3 Jahren gesehen, dass die parlamentarische Demokratie außer Kraft gesetzt ist. Also wir haben erlebt, gerade im Rahmen der Gesundheitskrise haben wir erlebt, dass die Parlamente weltweit nichts mehr zu sagen hatten. Also da gab es dann die WHO, die was zu sagen hatte. Hinter der WHO stehen die ganz großen, mächtigen Finanzkräfte und IT-Kräfte. Also die Parlamente sind völlig entmachtet inzwischen. Und deswegen halte ich es für vollkommen einen Unsinn, den Leuten da weiß machen zu wollen, dass man über die Parlamente noch irgendwas verändern könnte. Also für mich, ich werde dann als nächstes dann immer gefragt, ja, das bedeutet ja dann, dass du völlig aufgibst, dass es überhaupt keine Chance für die Zukunft gibt. Nein. Was wir bräuchten, wäre eine neue Verfassung, weil die Verfassung der Vergangenheit hat uns ja offensichtlich nicht davor gerettet, in die gegenwärtige Lage zu kommen. Was ist an den alten Verfassungen falsch gewesen? Es ist der Riesenfehler da drin gewesen, dass das Geld als wirkliches Herrschaftsinstrument in den Verfassungen nie vorgekommen ist. Also das Geld müsste in Verfassungen erwähnt werden und das neue Gold. Die Daten müssten auch darin erwähnt werden. Also wir müssten eine Verfassung bekommen, in der einmal festgeschrieben ist, dass Geld auf eine bestimmte Art und Weise nicht
akkumuliert werden darf wie jetzt, dass einzelne Leute mehr besitzen als ganze Staaten. Und zweitens müsste geregelt sein, dass Daten der Besitz der gesamten Menschheit sind. Also für mich ist die wichtigste Forderung der nächsten Jahre, dass alle Lizenzen und Patente im Bereich der IT völlig freigegeben werden. Das würde unsere Welt wirklich von Grund auf verändern, weil die Macht der Großkonzerne basiert zum großen Teil auf diesen Patenten und den Lizenzen. Tja, da haben wir leider ein bisschen geschlafen. Ernst, du hast ja selber auch Kinder und Enkelchen. Worüber machst du dir am meisten Sorgen für die Zukunft? Ja, dass diese Digitalisierung so weit fortschreitet, dass man das irgendwann so völlig nahtlos akzeptiert und diese digitale Welt dann mit der realen Welt so weit verschmilzt. Also ich habe gerade vor einiger Zeit die neuen VR-Brillen gesehen und selber getestet. Also die neuen VR-Brillen, die haben nicht mehr diesen Rahmen drumherum, sondern das sind Brillen, die sehen so aus wie meine jetzige Brille. Ui. Da kann man rechts kurz mal drauf tippen, hat man eine Kamera da drin, dann kann auf einem Handy jemand anders verfolgen, wo ich gerade hingucke oder mit wem ich gerade rede. Da kann man aber auch Musik hören oder Vorträge hören, ohne dass der neben einem sitzt, irgendwas mitbekommt davon. Wahnsinn. Können aber jetzt kommt es, im Januar werden neue Brillen auf den Markt kommen, und zwar von der Firma Meta zusammen mit Ray-Ban, und die werden tatsächlich mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sein. Das heißt, ich kann dann vor einer Blume stehen und diese Brille dann fragen, sag mal, welche Blume sehe ich da gerade? Dann wird mir die Brille sagen, welche Blume das ist. Ich kann aber auch vor einem Menschen stehen, dann wird mir die Brille genau wie die Google-Maschine sagen, wer dieser Mensch ist, wo er einzuordnen ist und so weiter. Also da sind wir an einer roten Linie angekommen, deren Auswirkungen ich mir gar nicht mehr vorzustellen vermag. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich als Lehrer in einer Klasse drin bin und 20 von 30 Kindern da Brillen tragen und ich nicht mehr weiß, hören die mich jetzt oder hören die irgendwelche Hörspiele oder Musik oder erfahren die über ihre Brille gerade etwas über meine Vergangenheit. Also das ist eine Welt, also die mag ich mir gar nicht mehr ausmalen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es immer noch Spielplätze gibt, dass es noch Wälder gibt, dass es noch Wiesen gibt. Also ich werde mit meinen Enkeln auf jeden Fall demnächst wieder auf den nächsten Spielplatz gehen und mich freuen, dass die da die Rutsche runterrutschen und nicht an irgendeinem digitalen Gerät hängen. Und ich werde auch in der Familie weiter dafür plädieren, dass diese Kinder so spät wie möglich in diese ganze digitale Welt eintauchen. Ja, ich denke, das ist auch, ich meine, am Ende des Tages fragen ja auch immer die Zuschauer, ist jetzt alles hoffnungslos? Was können wir überhaupt noch tun? Und ich glaube, wir können noch sehr viel tun. Wir müssen wieder selber die Verantwortung übernehmen. Wir haben oder viele von uns haben viel zu lange die Verantwortung abgegeben an Kitas, an Schulen, an wer weiß ich nicht was und haben gesagt, das läuft schon alles, aber das ist eben der falsche Weg. Welchen Rat würdest du unseren Zuschauern abschließend geben für ja, diese Zukunft? Wie kann man also was du jetzt ja alles gesagt hast, ist ja sehr bedrohlich, aber wo ist der Hoffnungsschimmer? Ja, der Hoffnungsschimmer liegt darin, dass das Ganze einfach so unmenschlich ist, dass man es den Menschen nicht auf Dauer auf die Augen drücken können. Also wir gehen wahrscheinlich schwierigen Zeiten entgegen, aber schwierige Zeiten lösen sich dann auch irgendwann wieder auf und es kommen auch irgendwann wieder bessere Zeiten. Also ich muss in diesen Tagen ganz oft an meine Großeltern denken, die ja zwei Kriege mitgemacht haben. Also was nach den Kriegen gekommen ist, ist ja immer eine Zeit des Friedens gewesen und eine Zeit des Aufbaus und des Aufbruches. Und da erhoffe ich mir bei diesem Mal sogar einen größeren Aufbruch deswegen, weil der Zusammenbruch wird wahrscheinlich gewaltig sein. Also ich sehe eine Zukunft, wo die Leute irgendwann ihre Handys aus dem Fenster schmeißen werden und sagen werden, ich will von dieser digitalen Sphäre nicht mehr regiert werden. Ich möchte, dass diese ganzen Daten freigegeben werden und dass uns diese Geräte endlich, dass die uns allen nützen und nicht nur ganz wenigen und dass wir nicht mehr abhängig sind von diesen ganzen verdammten Geräten. Also so eine Zukunft sehe ich. Und das Wichtigste im Moment ist einfach, ich glaube, dass ganz viele andere Leute das auch so sehen. Und deswegen halte ich es für das Allerwichtigste, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Das Schwierigste in unserer Zeit ist im Moment in seiner eigenen Wohnung, in seinen eigenen vier Wänden zu verharren und über die schreckliche Entwicklung der Welt nachzudenken, ohne sich mit anderen auszutauschen. Weil wenn man sich mit anderen austauscht, dann wird man ganz schnell merken, das, was uns die Mainstream-Medien vorgaukeln, ist kompletter Unsinn. Es gibt so und so viele Menschen auf der Welt, die gegen diese ganze Agenda sind. Ja. Es gibt unendlich viele Menschen zum Beispiel, die gegen die Kriege sind. Es gibt sehr viele Menschen dafür, die für Friedensverhandlungen sind. Also das wird uns alles völlig falsch dargestellt, weil eben hinter den ganzen Massenmedien die Leute stecken, die an diesen Kriegen interessiert sind. Also sich vernetzen, mit anderen zusammenkommen, dann sieht die Welt auch ein ganzes Stück besser aus, als sie sonst durch die kritische Brille aussieht. Ja, du sprichst hier ein wahres Wort. Das ist ja der Grund, warum ich einen Verein gegründet habe mit ein paar Freunden. Wir haben eben die CERT Europe Association gegründet,
um uns eben zu vernetzen und vor allen Dingen den Fokus auf eine lokale Vernetzung zu legen. Denn wenn zum Beispiel ein großer Stromausfall kommt oder eine andere Krise, dann ist ja das Problem, wenn der Strom weg ist, gibt es diese Internetvernetzung nicht mehr. Und da sehe ich auch eine große Chance, weil wenn wir wieder lokal vernetzt sind, wenn wir wieder miteinander sprechen, statt im Internet rumzusurfen oder irgendwelchen Mist im Internet zu gucken, dann kommen wir ja auch schon wieder weiter und wir müssen uns wieder gegenseitig helfen. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ich finde das toll, dass du das gemacht hast. Und ich kann dir da auch gleich ein paar Adressen in Österreich geben, weil da gibt es auch eine ganze Menge Leute, die sich inzwischen vernetzt haben. Also ich finde, das ist ganz wichtig, an diesen Netzwerken weiterzuarbeiten, ja. Weil wir müssen uns einfach darauf einrichten, dass wir in eine geschichtliche Phase hineingehen, wo es so eine Art Parallelgesellschaften geben wird. Und die Netzwerke dieser Parallelgesellschaften, das werden praktisch die Auffangnetze für uns alle sein, weil die werden für uns unglaublich lebenswichtig sein. Wir machen zum Beispiel in unserem Verein, wir bringen den Menschen eben auch Krisenbewältigung bei. Das heißt, wir fangen ganz vorne an. Erstmal wieder, wie kann ich denn eine Lage beurteilen? Was ich eben so schön gesagt habe, ein paar Bücher lesen, um sich über Hintergründe zu informieren. Aber wir haben momentan einen riesigen Zulauf in unserem Verein. Und das macht totalen Spaß, weil die Leute lechzen praktisch danach, sich wieder zu vernetzen auf eine andere Art, die eben nicht von Amazon, von Google und von wem sonst noch alles abhängig ist. Ja, kann ich nur unterstützen, 100%. Ja, lieber Ernst, wir haben einen schönen großen Bogen geschlagen. Ich sage vielen, vielen Dank, wünsche dir auf diesem Weg schon mal einen guten Rutsch ins wohl sehr spannende Jahr 2024. Aber ja, hast du ein neues Buch in Planung? Vielleicht noch als letzte Frage. Ja, ich habe gerade mit dem zweiten Kinderbuch begonnen. Also ah, schön. Die Fortsetzung von Friedrich. Ja, schön. Wann wird das fertig sein? Ja, ich hoffe in ungefähr 3 Monaten. Also, aber man weiß das nie, weil du weißt ja, wir sind äußerst beschäftigt. Ja, also der Tag könnte 24 Stunden und die Woche 2 Wochen haben. Aber ja, gut, es macht ja Spaß und es ist eine tolle Arbeit. Insofern, lieber Ernst, vielen Dank, dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, desgleichen. Also guten Rutsch und bis bald mal wieder.